Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin's mal wieder, eure Pink Peach. Ich habe mir heute was Besonderes überlegt. Ich bin halt auch, einige wissen es vielleicht, aber leidenschaftliche Gärtnerin. Und ich habe heute was in meinem Garten gefunden, das werden wir jetzt zusammen bearbeiten. Es geht heute mal wirklich ums Thema Bonsai. Ich mache das jetzt schon eine gewisse Zeit lang, habe aber eher angefangen mit den Big Bonsai im Garten, beziehungsweise man nennt sie ja eigentlich Niwaki, sei mal hier an dieser Stelle angemerkt. Als ich vorhin am Gärtnern war, ist mir ein Liguster aufgefallen. Der wuchs unter einem Busch. Der hier. Schaut euch mal die Wurzel an. Ich konnte den wirklich so aus der Erde rausziehen. Hab ihn irgendwann anscheinend auch mal irgendwie geschnitten, aber dann hatte ich den jetzt auch wieder ein paar Jahre aus den Augen verloren. Und vorhin habe ich mir gedacht, weil ich jetzt auch einfach Bock hatte, heute einen Bonsai zu erstellen, damit könntest du doch irgendwie was machen. Ligusta ist auch ganz gut geeignet für Anfänger, wie ich jetzt zumindest finde. Und was ihr nicht machen solltet am Anfang, jetzt zum Beispiel eine Kiefer oder ein Wacholder. Das sind jetzt, finde ich, jetzt keine Anfänger-Bonsai. Und ich habe mir überlegt, ich werde das mal angehen, weil so ein Bonsai oder auch Niwaki habe ich noch gar nicht. Ich möchte, dass der in der Zukunft, mal sehen, wie viele Jahre dieses Projekt jetzt dauern wird, ich weiß es nicht. Ich will aber, dass der auf diesem Stein hier wächst. Und das werden wir jetzt gemeinsam angehen. Was ich jetzt vorbereitet habe, ich habe jetzt hier einfach irgendeinen Blumenbock, hatte leider jetzt kein Substrat mehr zur Hand und habe da jetzt einfach handelsübliche Blumenerde reingepackt. Ist ja auch erstmal Wurst, Hauptsache, das kann jetzt erstmal fröhlich vor sich hin wachsen. Und dann starten wir jetzt, also ich freue mich jetzt wirklich da drauf, hat da richtig Spaß dran. Wenn euch das gefallen sollte, so für die Zukunft, denke ich, werde ich auch mal mehr Videos so in dieser Art für euch angehen, so Bonsai-Gestaltung. Ach, und bevor ich es vergesse, ich muss mal unbedingt für die Zukunft auch mal einen Arbeitstisch bestellen. Ihr seht ja, ich sitze hier auf dem Stuhl, total professionell, aber wer hätte mal gedacht, dass ich mal ein Bonsai-Video erstellen werde. Viel Spaß! So, hier ist jetzt mal das Wichtigste von der ganzen Aktion, ein Stein. Den Liguster, den ich ja vorhin gezeigt hatte, den möchte ich ja für die Zukunft hier oben drauf haben. Dass dann die Wurzeln hier halt hier runter wachsen. Oh, das war wieder mein Hund, Imelda. Aber so ist das, wenn du draußen filmst, ne? Jedenfalls, was ich euch noch sagen wollte, ihr müsst euch halt natürlich ein bisschen Gedanken machen, wo soll der Bonsai platziert werden? Wenn wir das jetzt zum Beispiel so machen würden, finde ich jetzt, das sieht irgendwie beknackt aus. Ist ja auch letzten Endes alles immer Geschmackssache. Oder was ich jetzt gar nicht mögen würde, der untere Teil wird zwar dann auch mit der Erde bedeckt werden, wenn er in der Schale ist irgendwann mal, aber das sieht ja total beknackt aus. Vor allem dann liegt auch viel zu wenig Fläche auf. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass so eine Schale dann vielleicht doch auf Dauer irgendwann kaputt geht, wenn wir jetzt hier die Spitze nach unten packen würden. Ja, und das obere, das ist ja nicht schön. Also ich stelle mir jetzt einfach mal vor, ja, der hat schon sein Gewicht. Dass der so mal in der Schale ist und dann wird so, sagen wir mal, bis hier, weiß ich auch noch nicht, dann Erde sein. Ne? Und dann vielleicht wird das hier die Front oder so. Ich muss mal überlegen, es könnte auch sein für die Zukunft, dass wir das hier ein bisschen freilassen, dass das aussieht wie so eine kleine Höhle oder so. Aber das sind jetzt alles noch irgendwelche Gedanken. Da kannst du jetzt so viel überlegen, wie du willst. Man weiß ja noch gar nicht, wie der Baum sich entwickeln wird. Eine schöne Vorstellung für, ich weiß nicht, in 10 Jahren wäre auch einen zweiten Stein vielleicht noch hier dran lehnen. Aber gucken wir mal. Ich werde euch jetzt erstmal zeigen, wie man das überhaupt angeht. So, jetzt kommt hier der etwas fummelige Teil. Ein bisschen tricky. Also, wir wollen ja, dass die Wurzel auf dem Stein ist. So, man würde ihn ja jetzt hier so aufsetzen. Kannst du aber momentan vergessen, weil hier sind so Wurzeln, die wachsen so relativ gerade daraus. Ich muss die jetzt leider entfernen, weil ich möchte ja für die Zukunft, dass diese dicke Wurzel richtig schön zu sehen sein wird. Also ich denke, der Liguster, der wird dort auf jeden Fall packen. Ich kenne ihn ja schon aus dem Garten und was der alles aushält, also das bekommen wir garantiert hin. Da bin ich mir ziemlich sicher. Muss natürlich jetzt darauf achten, dass ich ganz viel von diesen feinen Wurzeln hier auch auf jeden Fall erhalte. Und ja, ich würde mal sagen, ich hole mal meine Schere, um diesen ganzen Teil, der halt jetzt einfach im Weg ist, abzuschneiden. Die Wurzel hier, ich hoffe, ihr könnt das so einigermaßen erkennen, die kann ich wahrscheinlich lassen, aber hier ist so eine richtig dicke, die muss weg. Hier ist ja alles gut, schön flach und so, kann ich dann nachher auflegen, aber ja, der Teil hier, der geht nicht, geht gar nicht. Ich meinte natürlich eine Konkavzange, ne? Das ist eine Konkavzange, für alle, die jetzt noch nicht kennen sollten. Gibt es in jedem Bonsai-Handel. So, ich muss die jetzt richtig, ich wollte schon Stamm sagen, an der Hauptwurzel abschneiden. Also richtig nah dran. Ja, sollte man auch woanders hinschmeißen und nicht in seinen Pflanztopf.
Boah, hier siehst du aber auch überhaupt nichts. Zack. Mal ein bisschen fühlen. Bei solchen Arbeiten, da trage ich eigentlich nie Gartenhandschuhe, weil ich muss das einfach richtig fühlen. Mit Handschuhen würde ich das jetzt gar nicht fühlen. So, da sitzt sie irgendwo. Ja, ich hab sie. Ich glaube, ich hab sie. Ja, sie ist weg. Nochmal diesen Knubbel hier so ein bisschen entfernen. Was auch immer viel hilft, mit den Pflanzen reden. Ich bin da felsenfest von überzeugt. Wenn ich mich mit denen unterhalte, dann wachsen die an. Ne, lieber Ligusta, du wirst das schon machen. Hier tut sich gerade ein kleines Problem eventuell auf. Hier ist noch so eine Wurzel. Ich werde mal eben antesten. Boah, das sind richtig schöne, dicke Wurzeln. Es ist nicht einfach, den da nachher drauf zu bekommen. Vor allem, die sind ja nicht mehr biegsam. Deswegen halt diese Option mit dem zweiten Stein. Ich bin gerade wirklich am Überlegen, ob ich schon einen zweiten Stein mir noch schnell suche und den auch schon platziere. Weil ihr seht ja, wie dick die sind. Ist klar, die kannst du nicht mehr biegen. Ne? Und mein Gott, das ist jetzt hier mein erster Bonsai auf dem Stein. Ich habe das noch nie gemacht. Also ich mache das jetzt einfach so nach Gefühl auch und was meine Erfahrung so sagt. Aber hier ist leider noch eine Wurzel. So eine kleine auch noch. Ja komm, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Hoffe ich jedenfalls. Oh Gott, jetzt bist du auch noch verheddert. Man soll da jetzt nicht so dran rumreißen. Ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal. Vielleicht schlägt der Teil ja auch aus. Dann haben wir noch ein Mini-Bäumchen danach. Einen super kleinen Bonsai. Oh, ay caramba. Ich zeige euch das gleich genauer. Ich glaube, wir machen das doch schon mit dem zweiten Stein. Wenn der noch in den Topf reinpasst. Wie ihr seht, zweiten Stein gefunden. Gut, dass ich so viele Steine bei mir im Garten habe. Dadurch, dass wir jetzt die Wurzel ein bisschen geschnitten haben, das sieht man jetzt ganz gut, hoffe ich. Er liegt doch relativ gut auf, finde ich jetzt gerade. Hier kann ja auch ruhig ein bisschen Hohlraum bleiben auf Dauer. Ja, er ist natürlich noch nicht fest. Ne? Wartet. Glüt. Ne? Also das haben wir jetzt hier unten drunter weggeschnitten. Alles, was da so komisch gerade rauswuchs. Mehr muss ich auch von der Wurzel Gott sei Dank nicht abschneiden. Ist jetzt gar nicht mal so leicht hier. Ich brauche irgendwie drei Arme, habe ich mir gerade überlegt. Und mehrere Arbeitstische, damit die Kamera dann immer schön für euch parat ist. Beziehungsweise, damit ich das jetzt nicht so wie jetzt gerade hier per Hand filmen muss. Aber ist ja wurscht. So, dann habe ich mir überlegt, das sieht doch auch ganz cool aus für die Zukunft, wenn hier so eine Art Spalte bleibt, so wie das jetzt ist. Da kann ja auch die Wurzel auf Dauer gesehen ruhig so freischwebend wachsen, die jetzt hier gerade so absteht. Das werde ich nachher alles beschweren. Ich habe noch so kleine Steine hier rumliegen. Habe ich mir gerade auch so überlegt, man könnte da einfach auch kleine Steine draufpacken. Ja, auf die andere Seite komme ich jetzt gerade nicht. Mir wird jetzt gerade klar, ich hätte auch ganz gerne einen Tisch zum Drehen mit so einer Scheibe. Der eine oder andere wird die kennen. Aber ist ja egal, ne? Ist ja auch hier mein erstes Bonsai-Video. Was soll's? Okay, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass ich ein paar Steine benutzen werde, um die Wurzeln erstmal nach unten zu biegen. Ne? Sieht man das? Ja, ne? Also einfach hier so ein Stein. Die Wurzel, die steht ja jetzt hier noch so ein bisschen ab. Ich versuche es mal von der Seite ein bisschen zu zeigen. Ja, jetzt liegt sie doch schon relativ gut an. Hab die feinen Wurzelenden ein bisschen in die Erde reingestopft da unten. Es geht auch gleich noch weiter, keine Sorge. Und dann habe ich hier die Wurzel, die stand auch ab, habe ich jetzt auch einfach einen kleinen Stein hingelegt, um die schon mal nach unten zu bekommen. Ist gar nicht mal so einfach, aber er ist jetzt relativ... ich glaube, ich wusste jetzt nicht so viel darum. Er ist jetzt relativ gut fixiert. Hier vorne die Wurzel, die lasse ich jetzt erstmal so in Ruhe. Na, ein Blatt war im Weg. Die lasse ich jetzt hier erstmal so in Ruhe, weil da lasse ich mich einfach mal überraschen, wie sich das hier in Zukunft entwickeln wird. So ein Hohlraum, ja, warum nicht? Ne? Das ist ja alles hier. Ja, und jetzt hier vorne im Bild sehen wir ja das Ding, was ich jetzt nicht rausziehen wollte, weil ich Angst um die Wurzel hatte. Das war jetzt gerade die Melder. Vielleicht wird das ja ein kleiner Mini-Bonsai. Dann wird das irgendein schwebendes Ding irgendwann mal. Ich weiß es noch nicht. So, da sieht man es auch, ne? Das wird, glaube ich, richtig geil. Ich konnte eine Wurzel dazwischen balancieren, so einigermaßen, dass das zwischen diesen zwei Steinen dann mal wächst. Ob diese Wurzel hier noch was wird oder so, keine Ahnung. Könnte auch sein, dass die mir kaputt geht auf Dauer. Dann haben wir halt ein bisschen Totholz. Ist ja alles nicht so tragisch. Hopsala, der Stein ist verschwunden oder die Steine, man sieht sie gar nicht mehr. Hier ist jetzt noch dieser kleine Süße, ne, den wir nicht rausreißen konnten oder wo ich jetzt ein bisschen Schiss hatte. Ja, jetzt sehen wir nicht mehr wirklich viel vom Stein. Jetzt werden wir das nämlich einfach wachsen lassen.
man wird dann im Laufe der Zeit, also nächstes Jahr, anfangen, hier Erde wegzunehmen. Ich werde nach und nach die Wurzeln immer freier legen. Ich denke, das werdet ihr verstanden haben. Wird jetzt natürlich im Laufe der Zeit auch eine Schweinearbeit werden, weil ich ja jetzt nicht dieses Substrat hatte. Das kann man dann einfach da ja einfacher rausfummeln. Jetzt mit der Erde ist das halt auf Dauer gesehen etwas fummeliger, aber ist egal. Ich wollte dieses Projekt jetzt unbedingt mal angehen. Es wird dann jetzt erstmal einwachsen. Aber was aus dem hier wird, da bin ich mal gespannt, ob das irgendwie ja anwächst oder keine Ahnung. Ist ja erstmal eigentlich auch egal. Und bin jetzt auch schon soweit. Wir müssen ja Herrn Liguster auch ein bisschen in Form schneiden. Ich weiß, das ist jetzt alles ein bisschen viel für ihn. Der ein oder andere, der denkt jetzt auch, oh mein Gott, ob das was wird, weiß ich nicht. Ich muss ja auch meine Erfahrungen sammeln. Ich probiere das jetzt einfach und ich weiß halt, Liguster ist bei mir zumindest immer der Hammer. Was der alles verträgt, total geil und ich rede ja mit ihm. Ich mache mir jetzt erstmal Gedanken, wie ich den für die Zukunft mal gestalten möchte. Ich finde so, von den Wurzeln her finde ich den schon mega. Echt mega. Aber keine Ahnung, wie er mal wird. Ich weiß es noch nicht. Ein kleiner Nachtrag. Ich habe den jetzt mit noch mehr Steinen erstmal justiert und da so ein schweres Ding noch draufgelegt, weil vorhin kam eine Windböe und hat mir echt den Baum leicht rausgerissen. Gott sei Dank nicht komplett. Aber kommen wir jetzt erstmal zum Schneiden. So. Ne, der ist ja noch ja, relativ ungeschnitten, ungeformt. Da ist noch nicht wirklich viel passiert. Ich habe mir jetzt überlegt, diesen Ast werde ich erhalten. Der hier. Der wächst jetzt schon komisch. Dieser hier. Der kommt definitiv weg. Den werde ich hier direkt an der Basis wegnehmen. Er hier, habe ich mir überlegt, könnte ja mal ein neuer Leitast werden. Hier ist jetzt zwar dieser super dicke, na, da, aber den möchte ich auf Dauer gesehen, wenn das hier angewurzelt ist, nach unten hin ein bisschen versuchen zu biegen. Oder ich werde ihn auf Dauer gesehen, das weiß ich alles noch nicht, werde ich ihn vielleicht hier abschneiden und er wird mein neuer Leitast oder Leittrieb. Ich weiß es noch nicht. Also wichtig ist immer, wenn ihr einen Bonsai erstaltet und ihr seid euch unsicher oder ihr wisst es wirklich nicht, erstmal dran lassen. Abschneiden kannst du ja immer noch. Ne? Also lieber nochmal hinsetzen. Ich sag jetzt mal vor dem Bonsai, sich wirklich hinsetzen, irgendwie was trinken oder was essen und in Ruhe sich den Baum angucken und einfach nochmal überlegen. Weil ab ist ab. Das ist das Problem bei der Sache. Also wie schon gesagt, den hier werde ich behalten. Der wird ein bisschen gedrahtet werden. Nicht gedrahtet, entschuldigt. Ich werde den nachher ein bisschen spannen, weil der ist so dünn. Ich bin noch nicht so super geübt im Drahten und ich habe Angst, dass ich sonst hier überall diese Spuren vom Draht nach habe. Also ich persönlich, ich spanne halt lieber. Ist für mich irgendwie einfacher. Den hier hatten wir ja auch schon angesprochen. Der muss definitiv weg. Der wächst einfach total beknackt. So, ich sag, weg damit. Ach ja, schön, wenn man es einfach alles mal auf den Boden schmeißen kann. Ja, er hier. Ich meine, der macht ja einen richtig coolen Bogen. Den werde ich jetzt erstmal hier oben kappen, weil der darf ruhig noch in Ruhe weiter wachsen. Der Ast soll ja mal dicker werden. Dann haben wir noch dieses kleine dünne Ding hier. Ich glaube nicht, dass ich den jemals benötigen werde. Der ist auch sehr unterentwickelt. Hier ist ein Ast, der wächst so komisch kreuz und quer. Könnte man auch mal nach unten hin drahten. Ich habe nämlich gerade bemerkt, ich kann ihn noch bewegen. Entschuldigung, da nehmen wir aber jetzt mal ein bisschen was weg, damit das hier sich ein bisschen mehr verästeln kann in der Zukunft. Das sind halt Jahre, über die wir hier reden. Er hier könnte ja theoretisch gesehen mal nach unten wachsen. Er hier ja auch. Den möchte ich vielleicht nach hier hin haben. Aber wir schneiden jetzt erstmal weiter. Dann haben wir hier noch einen Ast. Den werde ich auf jeden Fall erhalten. Weil ich möchte schon, dass alles ein bisschen in die Richtung dann geht, weil nach dahin geht ja auch der Stein. Hier ist ja kein Stein mehr, sonst wäre der Pott ja auch breiter und dann ist ja irgendwie klar, dass hier kein Stein mehr ist. So, hier ist leider vorhin irgendwas abgebrochen. Kann man mal dran machen, ist als Experiment. So, das hier werden wir kürzen. Ja, ich schaue halt immer, wo die neuen Knospen sind. Zack, weg. Das hier können wir auch kürzen, weil ich brauche ja mal mehr Verästelung. So, Knospe sehe ich, zack, weg. Den hier reduziere ich auch, diesen kleinen Süßen. Moment, mal eben zur Schere wechseln.
Da lasse ich so zwei so Blattpaare stehen. So, okay. Jetzt die trickige Geschichte. Wo kappe ich jetzt hier die Spitze? Wenn wir den mal, ich halte ihn mal lieber, so richtig krass biegen. Bin mir unsicher. Ich werde den jetzt nur einfach in der Höhe kappen. Und dann warten wir einfach mal ab. Das machen wir mal. Ja, wo sind die neuen Austriebe? Weil, wie gesagt, ab ist ab. Und tschüss, zu spät, passiert. Er hier, weiß ich auch noch nicht. Erstmal ein bisschen hier kürzen. Zack. Zack. So, wenn ich den nachher ein bisschen spanne, kann ich ihn im Prinzip schon... wo ist hier noch eine Knospe? Da vorne. Zack, weg. Das kleine dünne Ding, bin ich mir unsicher. Erstmal noch dran lassen. So, ich glaube, ich habe jetzt alles... Ach, hier, einen vergessen. Ja, ich... Oh Gott, die Schere. Ich muss mir unbedingt mal noch eine kleinere mal holen. So. Das Ding... Ja, ich glaube nicht, dass das was wird, aber mal gucken. Und jetzt haben wir den erstmal gestaltet. Und als nächstes kommt halt jetzt mal schon mal zumindest ein bisschen die Richtung bestimmen, wie es mal wachsen soll. Ein bisschen. Aber das hier, das kann richtig cool werden. Ne? Wenn ich den hier so leicht gebogen lasse für die Zukunft, kann auch sein, dass ich den hier noch abschneide. Keine Ahnung. Und der hier, der wird zwar heftig zu spannen, aber ist nicht schlimm. Ich nehme da immer Backsteine, die lege ich dann nachher da an den Topf hin. Ja. Ja, mal gucken, ob wir den hier überhaupt schon ein bisschen spannen können. Oder ich hänge da ein Gewicht dran, ich weiß es noch nicht. Aber den hier, den können wir schon mal spannen. Die hier können wir spannen, aber ich muss mir jetzt einfach auch noch mal Gedanken machen. Ihr wollt jetzt nicht stundenlang hier zusehen, wie ich hier rumstehe und mir Gedanken mache. Ich habe mich jetzt gerade noch dazu entschlossen, den hier, den lasse ich jetzt erstmal in Ruhe, weil, ist eigentlich auch ganz logisch, wenn ich den jetzt anfange zu spannen, also ich hätte jetzt auch einen Backstein da, um den da unten hinzulegen und dann ab geht's, dann kann ich ihn ja wunderbar knicken. Aber logischerweise, er ist ja noch nicht verwurzelt. Dann geht mir das alles wieder flöten, was ich jetzt gerade mühselig noch befestigt hatte vorhin mit euch. Oder mit den ganzen Steinen vielmehr, die da jetzt überall drauf liegen. Macht überhaupt keinen Sinn, weil der ist noch nicht richtig am Aufliegen. Ne, das sieht man. Ist ja klar, habe ich ja auch erst gerade gemacht. Deswegen lasse ich den jetzt hier einfach in Ruhe. Da kann auch ruhig erstmal alles fröhlich vor sich hinwachsen, damit wir mehr Dicke hier noch überall reinbekommen. Und hier... Das habe ich schon bei den Garten-Niwaki oder bei den Niwaki gemacht. Ich hänge da einfach dann mein Gewicht dran. Ich war erst einmal überlegen, ob ich einen Bambusstab da reinsetze und ihn dann daran befestige. Aber mein Gott, so geht's ja auch. Den konnte ich jetzt hier schön an der Wurzel noch ein bisschen befestigen. Und diesen kleinen dünnen hier, den lasse ich auch mal in Ruhe. Bin aber trotzdem am Überlegen, ob der in Zukunft ein bisschen mehr Abstand zu den großen kriegt. Es könnte auch für die Zukunft sein, dass ich den hier abschneide, auch er hier, ne? Das ist alles noch Open End. Keine Ahnung. Erstmal muss er hier schön anwachsen. Soll sich das schön gemütlich in meinem Topf machen. Ich werde hier jetzt gleich einmal gießen, dass ich den im Prinzip richtig einschlemme. Und dann kommt hier noch ein bisschen Blumenerde drauf. Ja, das war's dann jetzt hier mit Mr. Ligusta. Der Schätzchen hier muss jetzt erstmal schön anwachsen. Dann soll er auch noch ein bisschen mehr Dickenwachstum erlangen, indem er hier erstmal fröhlich vor sich hinwachsen darf. Ich werde das Projekt hier auf jeden Fall weiterhin filmen. Also das ist schon mal an dieser Stelle versprochen. Wenn ihr ein paar coole Tipps noch für mich haben solltet, ja, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Ich freue mich immer wieder, ich sag mal einfach, wenn ich halt neue Tipps bekomme oder halt Infos zum Thema Bonsai oder Allgemeingartenpflanzen. Ne? Da sind ja auch Sachen, die ich vielleicht noch nicht kenne und schreibt es ruhig. Also ich freue mich. Macht's gut, eure Pink Peach.